Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht. Sie war perfekt. Sie war wirklich perfekt. Und dann ist sie abgeschmiert. Und jetzt haben wir den XL-Keller. Ich habe gerade eben, wirklich schon gerade eine Runde aufgenommen. Und dann kam irgendwie dann im dritten Part der Bluescreen. Der schreckliche Bluescreen. Ich habe gerade geguckt, woran es liegt, und habe im BIOS deaktiviert, woran es liegt. Ich habe nämlich einen neuen Prozessor und damit natürlich auch ein neues Mainboard und mein PC neu aufgesetzt und den Spielstand natürlich alles übertragen und alles Mögliche. Aber dann kam der Bluescreen, der meinen perfekten Run kaputt gemacht hat. Ich habe gedacht, wie viel Glück kann ich haben, nachdem ich so dumm war. Und ich hatte einfach ein Brimstone und das Zyklopen-Item, das ich nicht richtig aussprechen kann. Gleichzeitig, es sah eigentlich alles schlecht aus, bis dann im zweiten Part irgendwann der Brimstone kam und im dritten Part dann Polymus oder irgendwie so eine Art. Und dann wurde alles kaputt gemacht. Alles. Ich wurde enttäuscht von meinem PC. Und immer abgestürzt. Ich hoffe, es passiert nie wieder. Sonst muss ich nicht mehr weinen. Okay, jetzt hören wir aber mal auf zu weinen. Sondern kümmern uns darum, dass wir Samson sind und Satan besiegen müssen. Immer noch. Nachdem ich es letztes Mal ja verkackt habe. Durch Dummheit versuchen wir es dieses Mal zu schaffen. Also der Sieg war quasi sicher. Ich war wirklich OP und war schon auf Mutters Ebene, Mutters Herz. Oh, es war alles perfekt. Wahrscheinlich ist es wegen der PC abgeschmiert. Er hat gesagt, nein, du warst letztes Mal zu dumm. Jetzt musst du noch einmal mehr einen Sieg verpassen gegen Satan mit Samson. Um Samson zu erklären, für jeden getöteten Gegner im Raum bekommen wir mehr machen wir mehr Schaden. Nach jedem Raum wird das natürlich zurückgesetzt. Sieht man auch hier daran, wie rot wir werden. Wir laufen richtig rot an, weil wir so durch den Ding. Okay, Mutter, das war krank. Aber egal, wir brauchen einen zweiten Schlüssel. Oh ne, Bomben. Damit wir den zweiten Itemraum auf jeden Fall öffnen können. Im ersten war ja nichts sonderlich Gutes drin, aber das kann sich ja noch alles ändern. Die Zeiten ändern sich zum Guten, hoffentlich. Und dann wird alles gut, wenn es sich zu gut ändert. Das klingt logisch. Kann es sich mit denen eigentlich selbst öffnen? Ich weiß. Nein. Oh Gott, ich habe es überlebt. Der Temperance hat, glaube ich, eine Blood Donation Maschine gespawnt. Ich habe gedacht, eigentlich zwei Silberherzen. Das war aber irgendwas anderes, dessen Namen ich gerade nicht weiß, weil ich immer alles vergesse. Weil ich bin. Was, du bist du? Ja, ich bin ich. Oh, wie tiefgründig. Hier werden wir auf jeden Fall den blauen Stein und das andere gleichzeitig sprengen, falls ich das hinbekomme. Sollte ich eigentlich, hoffe ich zumindest. Wenn ich das hier platziere und rausgehe und wieder reingehe, dann dürfte ich beides sprengen. Yes, perfekt. Hat funktioniert. Ich bin stolz auf mich. Und, ja gut, die Bombe da oben brauchen wir nicht, da wir keine Möglichkeit haben, irgendwo was Gutes aus ihr rauszuschöpfen, indem wir eine Bombe verbrauchen. Oh, der Blood Penny hat irgendwas gemacht. Keine Ahnung, wir nehmen ihn mal mit. Sehen wir ja dann noch. Wenn er etwas Gutes gemacht hat, falls er etwas Gutes gemacht hat. So, da haben wir schon mal einen kaputt gesprengt und die anderen zwei werden wir auch, okay, zumindest einen davon kaputt sprengen. Oh, es sieht gerade eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es sah schon schlechter aus. Ja, ich habe einen neuen Prozessor, bedeutet, ich kann jetzt auch viel besser streamen, da ja ich mit vielen Problemen, Spielen ja als Probleme hatte, dass ich nicht genügend Performance hatte, um das Ganze zu streamen, weil beim Stream wird ja quasi immer alles vorgerendert und dann hochgeladen. Heißt, man braucht einen guten Prozessor, der war mir nicht so gut, dafür die Grafikkarte, die war relativ gut. Und jetzt bin ich gewappnet. Jetzt kann ich besser rendern, besser streamen, alles. Oh nein, Pin! Oh Gott, hat er mich erschreckt. Ja gut, gegen Pins sollten wir gerade so noch bestehen. Mal schauen, ob es auch funktioniert. Aber wenn ich hier so am Rand stehen bleibe, fällt mir gerade auf. Warum mache ich das nicht immer? Kann man ganz gut ausweichen. Und ihn auch halbwegs gut erwischen. Ja gut, das gefällt mir auf jeden Fall. Dass ich einfach stehen bleiben kann. Ich muss mich nicht mehr bewegen. All meine Wünsche wurden erfüllt. Alles, was ich jemals haben wollte, ist nun vereint in diesem Raum. Pin, den ich töte. Das ist anscheinend mein größter Lebenstraum, wenn ich gerade reflektiere, was ich gerade gesagt habe. Okay, Pin. Ah, es ist echt doof, dass Pin keine Gegner spawnt. Würde Pin Gegner spawnen, könnten wir immer stärker werden. Aber so nicht. Er ist so egoistisch, er will uns alleine töten. Hat seine Freunde nicht mit involviert, weil er alleine uns töten wollte. Alleine unser Fleisch essen, nachdem er uns getötet hat. Er wollte nicht teilen. Ja, Pin ist schon grausam.
So, okay. Kriegen wir dich? Kriegen wir dich? Yes, haben ihn erwischt. Wir bekommen dafür das schlechteste Item, was ich mir gerade vorstellen kann. Aber wir nehmen es trotzdem, weil wir eine Karte bekommen. To the Moon teleportiert uns zum Geheimraum, in dem das schlechteste ist, was wir hätten bekommen können. Oh, ein Polaroid. Ja, warum nicht? Das nützt uns gerade. Ich weiß nicht, was der Blood Penny macht, ist die Sache. Blood Penny macht bestimmt, dass wenn wir Münzen aufsammeln mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Herzen spawnen. Ich kann es gerade mal ausprobieren. Blood. Nachgucken. Blood Penny. Penny. Da ist er. Ja, ich krieg eine 50% Wahrscheinlichkeit to gain a half heart, ein halbes Herz zu bekommen, wenn ich ein Coin aufsammle. Irgendein Player. Das ist eine gute Kombination mit der Blood Donation Maschine, weil man ja Geld rausbekommt. Hatte ich hier irgendwo eine Blood Donation Maschine? Ist das da drüben eine Blood Donation Maschine? Ich glaube, ich bleibe beim Blood Penny. Ich probiere das gerade mal aus. Oh ne. Falls wir jetzt hier nicht sterben. Okay, wir sterben nicht, aber wir werden doch stark geschwächt. Töten wir mal die eine Fliege da, um stärker zu werden. Oder um es töten zu lassen, eins von beiden. Und stimmt, dann kann ich... Warte, das ist ja richtig cool. Ich hab eine mobile Spielbank dabei. Und bekomme dann Geld. Okay, das will ich auf jeden Fall ausprobieren, wie gut es funktioniert. Sammeln wir erstmal wieder ein halbes Herz auf, damit wir volles Leben haben. Das möchte ich jetzt ausprobieren. So eine coole Synergie habe ich ja selten gehabt. Mal ausprobieren. Noch mehr einmal gegen die Blood Donation Maschinen, holen uns dadurch Geld und bekommen dadurch ein halbes Herz und können wieder dagegen rennen. Bekommen wieder Geld und diesmal haben wir auch wieder. Okay. Meistens bekommt man ja auch zwei Münzen oder so. Und wieder. Oh. Das gefällt mir. Jetzt kriegen wir immer noch. WTF, warum kriegen wir das? Kriegt man das hundertprozentig? Ne, jetzt haben wir nichts mehr bekommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dadurch haben wir jetzt durch ein halbes Herz ganz viel Geld gemacht. 5 Geld. Und das können wir dann wieder verbrauchen an unseren Spielautomaten, unseren mobilen. Haben wir alles in einem Raum zum Farmen. So. Ach, Maudado. Ach, Maudado. Du bist schon ein dusseliger Kerl. Naja, starten wir den Run neu. Oh nein. Gut, jetzt habt ihr gesehen, wie man eine Blood Penny benutzen könnte und was man nicht machen sollte, wenn man ihn hat und an der Blood Donation Maschine ist. Man sollte nicht vergessen, das halbe Herz aufzusammeln. Oh Gott. Naja, der Run war wirklich nicht gut, muss man sagen. Ich hatte nichts, was wirklich gut war. Ich war auch erst in einem Goldraum und beim Boss. Beim Boss habe ich auch das Schlechteste bekommen, was man so bekommen kann. Aber egal, vielleicht haben wir ja heute mehr Glück. So. Stirb, Spinne. Stirb, stirb, stirb. Wenn du stirbst, mach mir mehr Schaden. Und wenn die... Oh nee, anderen zwei sterben, würden mir auch mehr Schaden. Ich habe gerade an einer Spinne ein ganzes Herz verloren. Das ist Skill. Okay, schon mal einen Schlüssel, das ist auf jeden Fall sehr gut. In einem Run, der verloren gegangen ist, hatte ich ja extreme Schlüsselprobleme und es hat trotzdem irgendwann funktioniert. Deswegen hat mir der Run so gut gefallen, weil es schlecht lief und trotzdem am Ende gut geendet ist. Ha, und er ist weg. Aber also Philo, trauen wir nicht um verlorene Parts, sondern konzentrieren uns darauf, Widow zu... Oh, nee. Von Widow getötet zu werden. Ich habe schon das Gefühl, ich werde hier gleich wieder sterben. Das ist wieder einfach ein Part, wo ich die ganze Zeit sterbe. Falls dem so ist... Oh Gott. Dann wird auf jeden Fall morgen wieder der Binding of Isaac kommen, falls ich schaffe. Okay, unser Schaden... Mahodado, weich doch aus! Warum weichst du nicht aus? Ah! Okay, es tut mir leid. Ich habe alles versucht. Ich hatte einen guten Run, dann ist mein PC abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, was versucht. Bestimmt irgendwas. Ich kann hier kurz mal schauen, ob ich als Zusatz Isaac den kaputten Part irgendwo verlinken kann. Ich weiß halt nicht, ob es nach dem Absturz den Teil gelöscht hat. Erstmal schauen. Da dürfte halt ein bisschen verloren sein. Vielleicht kann ich es irgendwie retten. Ich glaube es aber nicht. Nee, das ist 0 Bytes groß. Da ist nichts mehr zu retten. Schade. Was ist das hier? Isaac 7. Schließen. Ist auch nicht mehr zu retten, oder?
Falls ich es irgendwie schaffe, wird hier jetzt was verlinkt sein, was wieder verlinkt sein, ein Link zu einem nicht gelisteten Video, wo der kaputte Part, also der kaputte Run dran ist, was kein Ende nimmt, weil halt mein PC abgestürzt ist. Vielleicht kann ich da irgendwas retten, wenn nicht, hört es noch ein Part auf. Wer sich das komischerweise angucken will, der kann das gerne machen. Ja gut, dann würde ich sagen, ist der Part jetzt etwas kürzer. Trotzdem, wie gesagt, vielleicht ist es verlinkt, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, ich kenne mich ja. Es ist also so Anmerkung im Video drin verlinkt. Am Handy seht ihr das nicht. Das tut mir dann leid, aber egal. Naja, ich kann es vielleicht auch in die Beschreibung packen. Den packe ich dann ganz nach unten, damit es auf keinen Fall irgendwas spoilert. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Morgen kommt wieder Isaac. Es tut mir leid, dass es jetzt so kurz ist. Tschüss.